Was macht man im Rahmen der Lagerbuchführung? Nun, da macht man eine ganze Menge. Einmal Materialien feststellen. Und zwar eingehend, vorhanden und ausgehend. Also ich sage es nochmal, eingehende Materialien feststellen, vorhandene Materialien feststellen, ausgehende Materialien feststellen und dadurch natürlich auch Endbestände feststellen. Dann Materialien unterscheiden, und zwar einmal nach ihrer Art und dann nach ihrem Wert. Die werden dann unterschiedlich sortiert und auch wahrscheinlich unterschiedlich behandelt, wenn sie einen unterschiedlichen Wert haben. Dann Sollbestände und Istbestände abgleichen. Und Mindest- und Meldebestände festlegen. Das macht man sicher nicht für alle Produkte, für alle Güter, für alle Artikel, aber für einige Mindest- und Meldebestände festlegen. Das macht die Lagerbuchführung. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.